Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, wie ihr vielleicht schon beim Feed mitbekommen habt, habe ich ein bisschen den Bock auf Regnum verloren, weil alles nur noch geldabhängig ist und so in den hohen Levels. Und ja, ich finde eigentlich null Items. Mit ein paar Bar habe ich sehr viel gefarmt, stundenlang. Ich habe 2 Striche bekommen, also von hier bis hier unten. Und das ist viel zu wenig für irgendwie 2000 Gegner, die ich besiegt habe. Ich habe die ganze Nacht eigentlich durchgezockt. Und ja. Der verliert. So, wir müssen diesen Goblin-Schaman wieder töten. So. Ja, toll. Ich bin schon wieder zurück. Okay. Was sind das für Quests? Das sind doch gar keine Quests mehr. Kurz einen Gegner töten und wieder zurück. Das ist doch keine Quest. Naja, sonst nichts ist. Sicher hier irgendwo eine Abkürzung runtergehen. Und überall habe ich Questgegenstände, ja, viel zu viel. So, komm. Gut. Machen wir mal ein bisschen abkürzen. Ja, aber hier geht es gut runter. Wenigstens ein bisschen näher. So, wir questen jetzt einfach mal ein paar Levels hoch, hoffentlich. Und sonst, ja. Sollen wir dann noch machen? Ja, farmen, farmen. Wenn wir so Level 50 sind, gehen wir in die Kriegszone. Und laufen mal ein paar Leuten hinterher. Mal schauen, wie viel mal wir überleben. Aber wahrscheinlich werden wir immer das Ziel sein, das erste Ziel mit so wenig Level. Deshalb, ja. Hexe von Oz. Therion. Ah, wir müssen hier hinten durch. So. Im Chat hat niemand geschrieben. Heute Morgen hatte ich es echt lustig in einem Game. Malsius Chat. Das sind richtig gute Games. Na, lieber gesund. So. Wir müssen hier irgendwas aufnehmen. In der Kiste wahrscheinlich. So. Ja. Schauen wir mal. Wir müssen hier hoch. Okay. Wieder zu diesem Haus nach oben. Ich bin am Arsch. Am Arsch. Am Anmarsch. Treppen habe ich schon wund geritten. Immer wieder hier hoch. Immer der gleiche wahrscheinlich. Boah, sind die gut im Entwickeln, diese Entwickler. Hat jetzt niemals. Ja, ist wieder der gleiche. Und man muss wieder absitzen. So. Als nächstes müssen wir wieder runter. Wieder mit Memden reden. Schrottstab bekommen. So. Und hier runter.
bin ein bisschen heiß. Heißer. Aber ja, gilt eigentlich zum Aufnehmen. Wenn es euch nicht stört. Wir müssen hier irgendwo. Ah, die Ding wieder. Bibliothek da. Wo die zwei Regale sind, das ist keine Bibliothek. Sollte auch keine darstellen. Die Bibliothek ist woanders, aber. Egal. Jetzt müssen wir wieder nach oben. Ja, oh mein Gott. Ah, mach nichts. Gehen wir zum Questgeber und geben die ab. Hoffentlich nie mehr, jo. Element. Aber das ist wahrscheinlich eine Quest, die wir nicht lösen können. Wir probieren sie einfach mal. Wir müssen zu den Spitzen hoch. Wir kommen hier runter, ohne zu stürzen. Ja, dann ist trotzdem gestürzt. So. Wir müssen also wieder zu den ausgetrockneten Höhen und dort ja, das Grabmal der Elemente finden. Mal schauen. Wahrscheinlich dieser große Eingang da. Nutzt leeres Pergament mit Grab der Element. Das ist jetzt hier irgendwo. Oh, das doch. Das hier. Nein, das ist das Ding. Das ist das Tor. Irgendwo. Weiß doch. Ah, weit vorne einfach. Okay. Und? Nichts zu sehen. Oben. Ah ja, das Teil hier. Das ist eine Außenrundung. Aua. Mist. Rutschen ist gefährlich. So. Also ihr könnt mir gut unterstützen, wenn ihr mir ein paar Items schenkt oder leiht oder verkauft, je nachdem. Also wenn ihr Spieler seid und recht gut dran seid, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mal euch meldet. Ja.
jetzt wieder nach Monzug näher runter. Besonders drauf. Der Magier, der macht ja magischen Schaden, dann nützen die Stäbe nicht beim Attack Damage oder so. Ja. Das war diese Quest Game. Jetzt also dann nein, ich wollte den nicht annehmen. Also diese Quest hier oben nehmen wir noch nicht an. Erst später dann, wenn wir genug stark sind oder Hilfe haben. Gehen wir mal runter und nehmen hier ein paar Quests an. Oder hat nicht die eine Quest gehabt? Irgendwo war doch noch eine. Der. Ja. Der hat sehr gute Quests. 5 Sylten töten mit dem Level 45, genau. Glaub doch, träum weiter, ey. Oh je. Und diese Schubkar ist Milk. Und dieser Zahn auch. Irgendwo hatten wir hier noch ein paar Quests. Schauen wir mal nach hinten. Aber hier sind keine Quests. Dafür hier vorne, ob das ist die Quest mit Magnet oder nicht, nein. Was ist das für eine Quest? Ja, das ist die Magnet-Quest. Das sind die zwei. Wir haben noch viel zu wenig Magnet. Also, gehen wir halt in den nächsten Stopp. Wir gehen natürlich nach. Wollen wir mal die Quest außerhalb machen? Aber ist es nicht ein bisschen gefährlich um diese Zeit? Ne, wir gehen nach Kokstadt. Das ist viel sicher. Nein, um diese Zeit sind die Hirten sowieso alle Macht. Die ganze Zeit haben sie die Nase vorn, weil die meisten gehen halt in das schöne Gebiet mit den Wäldern und den Wiesen. Nicht so schneebedeckt, sondern kalte weihnachtszeitliche Schneezeugs da. Überall. Ne. Schauen wir mal das Gleichgewicht momentan an. Es ist relativ gleich. Aber Syrtis hat 4 Kristalle. Das Eisius ist verwüstet. Boah, was macht ihr denn? Also, momentan bin ich ein bisschen Path of Exile süchtig. Habe ich gerade einen Lightning Strike, Lightning Arrow Range drin. Und die geht gut ab. Maulende Hilde. Die
macht denn viel Damage? Irgendwie ist die ein bisschen komisch. Ist es sehr ungerecht. In Zürich war überall Kisten und Steine, also Gestein. Und ja, und hier ist irgendwie nichts los. Ich hoffe wirklich, ich kann mir The Elder Scrolls Online leisten. Mal schauen, wie das Abo ist. Das ist, glaube ich, 13 Euro pro Monat. Ja, könnte ich mir leisten können. Ich hoffe es nur. Und ist das ein bisschen ein interessantes Game als hier Regnum. Schade, dass Regnum so abschwächt in den höheren Levels. Nur noch eigentlich der RVR-Kampf im Vordergrund steht. Aber naja, kann ja eben die Entwickler eigentlich nicht so schlecht reden. Sie sind halt wenig und sehr unerfahren. Und ja. So, also, da mir das Spiel jetzt momentan extrem langweilt, ich weiß es auch nicht wieso, aus den negativen Punkten, halt einfach weil zu wenig passiert, mache ich mal Pause für dieses Projekt. Ihr dürft es sehr gut steuern, indem ihr mir anschreibt, wenn ihr zusammen mit mir zocken wollt. Wir können Livestreams machen. Irgendwann an einer Zeit, wenn viele können und wir, ja, ihr könnt mir Gegenstände schenken und dann vielleicht wird die Motivation steigen. Einfach ab Level 45 am besten, also zwischen 40 und 45 momentan am besten und ja, sollten halt gute Effekte drauf sein für den Magier, für den Hexer, sonst eigentlich alles, ja. Alles gesagt und ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und ich hoffe, es geht bald weiter. Ihr hoffentlich wahrscheinlich auch, wollt es auch und ja, es gibt ein paar ja, andere Projekte von mir, zum Beispiel Terraria oder Diablo 3, PTR, Beta von Reap of Souls und so weiter. Kommt noch an, Minecraft geht bald wieder weiter vom Server und so weiter, ja. Also bis zu einem anderen Projekt. Tschüss. Oder bis irgendwann mal hier bei Regnum.